Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten. Crunchcow hier und wie ihr seht, haben wir hier ein kleines Inselparadies. Ich nehme euch mit in ein paar Minuten, Stunden, ich weiß es noch nicht, auf unsere schöne kleine Insel, die wir hier haben. Wir haben eine Farm mit Rindern, unseren Palast, ein paar Hütten, ein paar Landhäusern und ziemlich vielen Leuten, die in Hütten wohnen. Und wir werden uns mal auf einer zufälligen Insel mit Inselgruppen, die hier sind, ziemlich groß alles, werden wir uns mal ein bisschen ausprobieren. Einfach mal so ein bisschen Sandbox-mäßig gucken, was geht so, was kann man so machen. Und ich würde vorschlagen, ich baue jetzt erstmal kolonialzeittechnisch mal alles ein bisschen aus, denn wir sind in der Kolonialzeit und das bedeutet, dass wir ein bisschen abhängig sind von anderen. Ich ziehe mal eben hier so ein bisschen was weiter. Dann kann ich nämlich vielleicht gleich ein bisschen auch was anbinden. Das Erste, was wir machen sollten, so ein bisschen den Fischereihafen zu bauen. Damit wir hoffentlich... Wo kriegen wir den ran? Dass wir dann hoffentlich bald Nahrung schon produzieren können. Naja, das war nicht so klug. Abreißen. Eigentlich könnten wir ja auch diesen Weg hier gehen. Auch alles vollkommen legitim. Ja, wobei mir dann der Weg zum Hafen ein bisschen zu blöd ist. Wir können auch gleich schon mal gucken, was wir vielleicht plantagentechnisch hier haben. Wir haben hier viel Maisproduktion, ist hier möglich. Dann können wir eigentlich hier schon mal eine Maisproduktion hinkloppen. Kokosnussernte haben wir jetzt hier nicht so richtig, so irgendwie doch hier hinten so ein bisschen. Ansonsten, was haben wir denn hier noch so? Plantage, Banane. Banane wäre hier dann so der Fall, dass man sagen könnte, hier gibt es Bananen. Vielleicht hier so rein, das ist ein gutes Wachstum wahrscheinlich. Wenn ich mir nicht zu viel Platz wegnehme, wenn ich das so mache. Wenn ich so mache, nehme ich mir mal, glaube ich, noch viel mehr Platz weg. Ja, machen wir das hier so und bauen eben hier auch eine Straße lang. So ein bisschen die grundlegenden Sachen hier schon mal zu machen. Vielleicht können wir ja hier auch eine Farm oder sowas bauen für nochmal Rinder entsprechend. Rinder. Schafe. Krokodile. Schwein. Lama. Ziegen. Okay, nehmen wir hier doch einfach nochmal Rinder. So, wir bauen jetzt hier relativ viel. Ich mache jetzt hier auch mal schnellen Vorlauf, sodass wir hier einfach schlichtweg ein bisschen schneller vorankommen. Des Weiteren gucke ich schon mal, dass wir mal so die ersten Baracken eventuell bauen und hier so eine kleine Wohnsiedlung machen, vielleicht nach hier hinten raus. Ja, wobei, machen wir es mal hier. Denen fehlen jetzt schon Arbeiter. Aber hier gibt es eigentlich auch noch genug Menschen, die jetzt keine Häuser haben. Da sind jetzt ein paar angekommen. Vier hier entsprechend über den Frachter. Ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen... Die Krone, Handelsroute. Das bedeutet, wir sollten nach Handelspartner sortieren. Was können wir denn? Felle. Mais könnten wir. Ja, dann gehen wir mal Mais. Wir haben ja eine Maisfarm. Eine Maisplantage und eine Bananenplantage. Wir könnten auch noch gucken, was wir sonst noch haben. Mais haben wir ja hier auch noch eine ganze Menge. Hier ein bisschen rangehe, so in etwa, habe ich hier auch eine gute Ausschöpfung hier. Noch eine Straße bauen zum Rangehen. Hier noch eine Straße, vielleicht ein bisschen weiterziehen. So wissen wir, sie kommen da auch dran vorbei. Korruption ist so massiv.
Ja, Gebäude Piratenbucht. Das ist eine gute Idee. Die bauen wir einfach ganz schlicht hier hin. Ziemlich cool auch dann. Dann können wir nämlich da ein bisschen Platz sparen. Wir sollten gucken, dass wir die Baracken sinnvoll setzen, dass wir dann auf jeden Fall noch eine zusätzliche hier bauen. Die Plantage hier ist fertig. Nochmal eine Maisplantage, die dann hoffentlich auch hier ein bisschen Absatz bringt. Nur 488 jetzt als Plus gemacht. Viva la Revolución, Gouverneur. So, dann nehmen wir mal 10 revolutionäre Migranten. Verarbeitet Zucker zu Rum. Ah, wir haben noch gar keinen Zucker geguckt. So ein Holzfällerlager wäre vielleicht noch ganz interessant. Wo könnte der denn so richtig rumsauen? Hier hinten hat er viel Holz, hier vorne hat er natürlich nicht so viel Holz. Lassen wir den doch mal hier rumsauen. Was können wir noch machen? Nochmal Plantage. Was haben wir denn zuckermäßig? Zucker beginnt erst hier hinten. Und dann können wir sogar 2 nebeneinander setzen an Plantagen. So. Die Straße führt hier ein bisschen weiter. Hier bauen wir dann die Rumdestille hin. So, wir können den Bau ein bisschen beschleunigen, indem wir zum Beispiel sagen, hier, so, wir investieren mal ein bisschen Kohle, mal gucken, ob das hilft. Export Blend, also es sind jetzt Arbeiter da, hier sind aber keine Arbeiter. Wieso eigentlich nicht? Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Ja, wir stellen Mais her. Und die Arbeitslosenquote senken wir auf 7. Das hat die Leute glücklicher gemacht. Wir haben das hier erfüllt. Er nimmt auch 8000 mit. Das ist gut und bringt auch erstmal 17 Leute. Mandatszeit verlängern wir, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Wenn die Zeit nämlich abläuft, dann passieren Unglücke. So, wir könnten Zucker oder wir könnten Rum noch verkaufen und handeln. Hier kommen jetzt sehr viele Leute an, die alle eine Heimat brauchen. Noch was anderes abgeschlossen, das ist gut. Nur mal ein Landhaus hier zwischendurch bauen. Ich brauche mal eine Blaupause zwischendurch. Blaupausen sind hier oben gekennzeichnet. Wenn ich kann das nicht bauen. Ich kann die Blaupause kaufen, danach kann ich das Gebäude kaufen oder ich erhalte zufällige Blaupausen aus den Möglichkeiten von Überfällen. Schatzjagd zum Beispiel kann ich jetzt gehen. Bringt Geld oder Blaupausen und mit den Blaupausen kann ich dann halt neue Gebäude bauen. So, die sind auch schon relativ voll sofort. Stapelt sie höher. Erhöht die maximale Anzahl an Haushalten. Entschuldigung, altes Haus. Ich hab... Ja, können wir machen. Ich glaube, ich habe nämlich mit euch ein Rumabkommen, also ein Exportabkommen. Ja. Texte könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr stoppt. Ja, Taverne bauen, das stimmt. Zur Unterhaltung wäre eine Taverne schon ziemlich nützlich. Das ist alles sehr korrekt. So, und die fahren auch direkt los. Irgendetwas stimmt hier nicht, Gouverneur. Ich habe ein brennendes...
Ja, bis wir können. Ist unsere Revolution eher wenig. Ich will nochmal eine Blaupause erhalten für Opernhaus, okay. Wir können natürlich jetzt irgendwann dann eine Revolution anzetteln und können dann sagen, wir wollen unabhängig werden und dann werde ich der richtige Präsident und nicht irgendein Gouverneur. Machen werden, ist hier mal eine Straße zu ziehen. Ne, kriege ich nicht ganz so hin. Egal. Wir machen jetzt erstmal weiter. Es wird ja sowieso gleich gebaut. Der Frachter hat ein bisschen Kohle gebracht und neue Einwohner. Euer Urteilsvermögen. So, Wohngebäude bauen, das machen wir natürlich. Noch ein Landhaus. Hier würde ich noch eins bauen. Ich würde hier so ein bisschen die Häuserecken machen und da. Damit wir so ein bisschen Platz hier noch haben für unsere Herstellung. Bananen. Mais. Mais. Zweimal Zucker. Und wahrscheinlich ginge da sogar noch mehr. Wenn ich nämlich denn noch hier hingehen würde und sagen würde, so. Und das dann noch dazu bauen würde. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Ja, Beute. Das müssen wir dann über die Piratenbucht machen. Ich habe die nur zur Schatzsuche geschickt. Euer loyaler Penultimo ist sprachlos. Nur die politisch. So, wann kommt denn der nächste Frachter? Jetzt. Wir müssen mal gucken, was wir haben. Bananen, Fleisch, Baumstämme, Mais, Rumpfelle, Fisch. Das alles wird verschifft. Und damit haben wir das auch abgeschlossen. Ich muss zugeben, ich... Wir verlängern die Mandatszeit nochmal, weil ich brauche immer ein bisschen Zeit. Ich will nicht zu schnell in diese Weltkriegssituation rein. Das ist nämlich das nächste Zeitalter. So, jetzt können wir Beute machen. Wir können zum Beispiel sagen, ich möchte Kohle, Baumstämme, Ananas. Wir könnten natürlich auch ein Sägewerk bauen für die Holzstämme. Was wir hier hinter bauen könnten. Dann können wir nämlich hier die Straße entlang ziehen. So ein bisschen. Gebühreneinkommen. Da sind ein paar Leute da. Könnte man schon fast eine zweite Taverne in Betracht ziehen. Das machen wir aber erstmal noch nicht. So, das Sägewerk ist noch nicht vollständig fertig. Kohle fährt uns aber auch immer so ein bisschen. Deswegen gucken wir mal. Ich würde jetzt mal nach Import-Export. So, Baumstämme werden derzeit. Warum ist auch derzeit mit 10% drüber? Also werden wir das mal machen. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen mehr Kohle. Ich habe da eine Rumdestille. Ah, die haben viel Zucker, ne? Haben die zu wenig Ausgang? Effizienz jeder Taverne. Hm. Wenn ich denn noch eine Rumdestille baue, muss ich mal eben gucken, wie ich das am besten mache. Müsste ich sie so aufstellen. Ja, 4800 will ich jetzt nicht ausgeben. Die Krone schickt Entwicklungshilfe. Plus 7500. Warum eigentlich? Ich meine, wir hätten jetzt zwar wenig Geld gehabt im Moment, wenn der Frachter kommt, aber... Ich muss zugeben, ich bin... Dafür hauen wir ja jetzt auch ein bisschen Geld raus. Ja, also wir können locker zwei Rumdestillen hier befüllen. Eventuell sollten wir darüber nachdenken, noch ein zweites Transportbüro zu bauen. Das sorgt nämlich dafür, dass wir die Waren etwas schneller bekommen. Könnte ich ja eigentlich auch hier mit dran setzen, ne? Was so uneben das Gelände.
Okay. Ob ich es hier mit dran setze? Ich setze da mal mit dran. So, dann kann man nämlich vielleicht die nähere Umgebung etwas besser und schneller beliefern. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Brauch ein bisschen Kohle. Ein bisschen Geld genommen, statt irgendwelche Migranten. Es ist doch nett, die Wahl zu haben. Ja, Handelsroute mit die Krone erfüllen. Ich glaube, das machen wir gleich mit den Rum sofort. Wenn der jetzt hier reinkommt. Wir haben ja jetzt hier Mais, Fleisch. Oh, wir haben gar nicht viel im Lager gehabt. Erst jetzt kommt was dazu. Kohle, Ananas. Kommt eigentlich die Kohle her? Achso, ja, das ist jetzt das, was wir sozusagen verkaufen, was wir aus dieser Beutemission haben. Wir können ja nochmal dasselbe machen. Ist ja alles das, was wir da hinten raus auch verkaufen können. Das Volk hat ein Anliegen. Bibliothek bauen. Ja. Bleiben wir mal locker erstmal. Wir haben jetzt schon ein bisschen Geldprobleme. Wir haben nämlich auch einen extrem hohen Warenausgang hier. Ja, dann haben wir das nämlich abgeschlossen. Sie haben das Richtige getan. Sprich, was auch immer die... So. 26.000 plus 18.000 eingenommen. Das ist auch ganz gut so. Aber ich glaube, wir brauchen... Wir brauchen noch ein Transportbüro. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht aus dem Quark. Beziehungsweise kommen wir zu langsam aus dem Quark. Hier ist ein Warenausgang von 2000. Das ist alles, was wir hätten schon vergeben oder wieder zurückbringen können und exportieren können. Das ist immer ein bisschen doof, wenn dann alles rumliegt. Hier liegen auch schon wieder 476 rum. Also dann sollen die hier mal ein bisschen Gas geben. Rum, Mais, 1000, so ein paar Sachen. Gibt uns nämlich auch 15.000. Jetzt ist schon wieder Rum da. Das funktioniert jetzt ein bisschen besser mit der Anzahl. Entschuldigung, altes Haus. Ja, Exporthandelsroute erfüllen. Nach Baumstämmen. Rum. Moment. Hier sehen wir ja den Gesamtbonus. Nehmen wir mal 900. Können wir nämlich einstellen, wie viel wir dann exportieren. Dann gibt das natürlich ein bisschen mehr Gewinn. Wenn wir 20% auf den Preis kriegen und ein bisschen mehr exportieren, dann kommen die nämlich, glaube ich, mit dem nächsten, mit der nächsten Fuhre sind die dann schon so weit. So, das sieht doch eigentlich so ganz gut aus. Sollte locker hinterherkommen. Warenausgang liegt hier viel rum. Hier liegt noch was im Warenausgang. Das läuft so seines Weges, sage ich mal. Noch ein Landhaus bauen hier vielleicht. Eine Baracke. Und noch ein Landhaus. Da haben wir nämlich eine richtig schöne Möglichkeit jetzt hier. Zack. Und jetzt Ruder erfüllt, das hat richtig Cash gegeben. 51.000. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Bibliothek. Eine Bibliothek bauen. Das ist so ein bisschen für die Bildung auch gut. Ich hätte sie gerne hier hingesetzt, ne? Aber kriege ich nicht hin. Machen wir sie hier hin. Aber machen wir erstmal noch ein bisschen Kohle. So, Überfälle. Machen wir das nochmal. Kohle, Baumstämme und Ananas geben gutes Geld. Handel, gucken wir doch mal. Was können wir denn in der Zeit noch vermarkten hier? Was bringen wir denn hier relativ viel rein? Bananen. Bananen könnten wir machen. Bananen, 900 Stück. Bringt uns ein bisschen Kohle. Ich produziere nicht so viel Bananen, deswegen brauche ich jetzt auch nicht so viele hier wegbringen. Ach,
die kommen jetzt hier mit den Kohle und so weiter, ne? Mit den, ja. Gucken, was das jetzt gleich an Geld gibt. 8200 nur. Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Viva la Revolución. 10 revolutionäre Migranten. Habe ich nicht noch ein Handelsabkommen mit der Krone offen? Ja, habe ich. Eine Kapelle wollen sie auch noch haben. Was ich verstehen kann. Denn die wollen ja ihren Glauben auch ausleben. Dann machen wir das mal hier hin. Hier noch ein Wohnhaus. Muss ja keiner mehr in Hütten leben eigentlich, ne? Hier hinten sind Hütten. Euer loyaler Penultimo ist sprachlos. Ja, sei ruhig sprachlos. In der Kapelle arbeitet jetzt nur keiner. Weil hier braucht man mindestens einen Highschool-Abschluss. Wir holen uns mal für 250 ein mit einem Highschool-Abschluss bei der nächsten Lieferung rein. Also bei der nächsten Abholung hier. Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie... Ja. So, das haben wir auch abgeschlossen. Ich muss zugeben, ich bin froh... So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal Arbeiter, die das Ganze hier nutzen. Warte mal, ich brauche mal eben einmal eine Baracke für Mittellose. Oh, nee, wir können hier sogar zwei Baracken hinbauen, ne? Ja. Für die etwas ärmere Gesellschaft. Auch wieder 37.000 reingezogen, ne? Die hier immer auf Beutezug zu schicken, ist gar nicht so blöd. Kindergeld. Kirchengebühr. Mitarbeiter des Monats. Ja, nehmen wir mal Mitarbeiter des Monats. Haben wir auch wieder 1200 Kohle, 1800 Baumstämme, 2000 Ananas. Bis jetzt ist unsere Revolution. Revolutionäre. Dass die uns unterstützen. Ja, das könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Ich nehme hier nochmal, machen wir das so: Handel. Ach, auf Rum gibt es derzeit 20%. Ah, ne, Moment. Na, ah, hätte ich jetzt besser abstimmen können. Da hätte ich doch definitiv mehr draus bekommen als das, was wir jetzt gerade gekriegt haben. So, Handelsroute wieder abgeschlossen. Ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Zucker, Baumstämme. 1000. Habe ich eigentlich hier so viel vom Holzfäller? Geben und nehmen. Kriege ich eigentlich immer so viel rein. Ist eigentlich auch blöd, dass ich den das jetzt hier so verbaut habe, ne? Machen wir mal Folgendes. Wir reißen das hier mal eben ab. Und sagen, das Holzfällerlager kommt jetzt hier hin. So, das können wir auch schnell zu Ende bauen. Da können die Leute dann wieder drin arbeiten und dann können wir hier entsprechend... Oh, keinen wahren Eingang gehabt gerade an Zucker. Ich guck mal eben, ob ich noch ein bisschen Zucker bauen kann. Zucker. Ja, hier kann ich es halt noch hinsetzen, ne? Können wir auch schnell bauen. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel... Schwatz mich nicht voll. 31.000. Ja, wir verdienen gut. Wie sieht es denn mit den Ausgängen aus? Das geht eigentlich alles. 600, 500. Regionaler Konsum ist gestattet, sodass wir auch unsere Leute versorgen können. Revolutionäre. Merkmal charismatisch. Fraktionsanführer. Revolutionäre Forderungen.
Forderungen der Krone. Mal, wenn wir das erfüllen, passiert hier irgendwas. Und Baracken finden die wohl auch nicht so cool. Ja, gucken wir mal. Ja, verlieren wir dann Zustimmung. Das ist dann auch ein bisschen blöd. Aber wir werden, wenn wir jetzt Fisch herstellen, werden wir ja hier auch... Überfallpunkte. Was können wir denn da jetzt zum Beispiel mal machen? Nehmen wir das immer weiter. Das bringt uns ja eigentlich immer auch gutes Geld. Na, fehlt es uns jetzt hier schon wieder an einem Logistikunternehmen. Mitarbeiter des Monats, Forschung abgeschlossen. Das ist doch gut. Dann nehmen wir da nochmal was für die Bibliotheken. Arbeitsmodi dazu. Vielleicht kriegen wir ja da auch nochmal was hin. Läuft doch bis jetzt eigentlich ganz gut. Aber ja, ich werde das Gefühl nicht los, dass wir noch ein Transportbüro bräuchten. Bis jetzt ist unsere Revolution. So, und 10 revolutionäre Immigranten noch reinholen, die dann hoffentlich unserer Meinung sind. Was haben wir denn? Baumstämme. 800 von 1000 exportiert. Naja. Aber Geld kommt rein. Geld kommt rein. Ich kann übrigens mal auf El Presidente. Nicht hier irgendwo drin? Ich kann doch eigentlich meinen El Presidente. Ja, das bin ich. Der El-Präsidente läuft hier rum. Gebäude besuchen. Wohin ich gehe, geht Tropico. Gouverneur, Korruption ist so massiv. Annehmen, Kapelle bauen. Noch eine. Kann man machen. Der da. Bauen wir die Kapelle hier. Können wir dahinter nämlich noch ein Landhaus bauen. Platz ist in der kleinsten Hütte. Überall Landhäuser. Royalisten werden auch immer irgendwie mehr. Aber das passt schon. So, einen Überfall können wir noch machen. Irgendwie was rauben hier will ich jetzt noch nicht. Einfach erstmal immer weiter Beutemissionen machen. Bis jetzt ist unser. So, und mit den Migranten, die dann reinkommen, sollten wir eigentlich dann safe sein mit dem mit der Weiterentwicklung der Ära. Und da wir auch relativ viel einnehmen, würde ich das auch so beibehalten. Das ist relativ viel im Warenausgang. Zack! Sie haben das Richtige getan. Sprich. Gehen wir mal 2000. Das so. Volk von Tropico liebt euch fast so sehr. Ich erkläre die Unabhängigkeit und zahle 15.000 aus meiner Kasse. Und zack! Bin ich im nächsten Zeitalter. Nämlich den der Weltkriege. Jetzt muss ich einmal, was passiert hier gerade? Hat meine Katze jetzt auf Escape gedrückt? Hm, Katze? Hast du dich beim Rumdrehen mal wieder auf die Tastatur gelegt? Ja? Schön! Ich weiß jetzt gerade nicht, was hier im Hintergrund passiert. Okay. Sie hat einen Schnellspeicherpunkt geladen.
Das ist natürlich praktisch von dir, Katze. Ich hoffe, der Schnellspeicherpunkt war... Ich will doch den Leuten zeigen... Ist unsere Revolution. Naja, müsste von gerade eben sein. Ich wollte doch den Menschen zeigen, was, der nächste, was die nächste Ära ist. Da kannst du dich doch nicht auf die Tastatur legen und einfach einen Speicherpunkt laden. Hm? Mensch, 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 Katze. Jetzt müssen wir alles nochmal machen. Sie Guck. Haben das Richtige getan. 2000, wir erklären nochmal die Unabhängigkeit. Ich wusste, dass... Mein Herz hüpft vor Freude. Zum ersten Mal begrüße ich meinen furchtlosen Anführer als El Presidente. Genau. So, pflegen Sie Beziehungen. Bla, bla, bla. So, und jetzt geht es erst richtig durch. Jetzt müssen wir eine Verfassung machen. Wer darf wählen? Alle Bürger. Wir können eine Miliz aufstellen. Änderungen bestätigen. Alles wird schön. So, und jetzt geht es erst richtig los, weil ab jetzt brauche ich Zustimmung. Und ab hier muss man dann die ganzen Leute so ein bisschen, bedrohen vielleicht. Verschwinden lassen. Politisch halt ein bisschen aktiver werden. Ich habe jetzt 42% Zustimmung da oben. Also Prozentsatz der Unterstützung. Kommunisten sind viel mehr, da habe ich aber wenig Zustimmung. Die religiösen und Militaristen sind mehr, da habe ich aber weniger Zustimmung. Und derzeit sind 58% unentschlossen und es wird sich zeigen, wie denn die Leute hinterher zu mir kommen würden und wie sie sich entsprechend entscheiden würden. Ja. Ich hoffe, dass wir hier die dann... Kostüme, die sagt. Ein guter Tag für Kanal Uno. Ich hoffe dann, dass wir hier dann relativ gut vorankommen in diesen Sandbox-Modus. Vielleicht nehme ich davon noch ein bisschen mehr auf. Eine halbe Stunde reicht jetzt, glaube ich, erstmal für wieder einen Einblick. Ich freue mich darauf, dass Tropico 6 erschienen ist. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei, bei welchem Video auch immer. Bis dahin, haut rein. Ciao.